In Gladbeck, Bottrop und Gelsenkirchen gibt es immer wieder Relikte von früher in der Stadt, die man so überhaupt nicht wahrnimmt. In Gladbeck gibt es ein altes Krankenhaus irgendwo unter einer Halde und in Bottrop gibt es einen Bunker. Und bei mir ist Markus Urbanek von der Feuerwehr. Wir gehen jetzt mal zusammen in den Bunker. Von wann ist dieser Bunker? Wann ist der gebaut worden? Der ist in den 60er Jahren gebaut worden und war gedacht für ca. 1200 Leute, die im Verteidigungsfalle oder im Kriegsfalle hier Schutz suchen sollten. 60er Jahre heißt, das war Kalter Krieg. Kalter Krieg in diesem Zeitraum. Die Technik ist noch komplett aus den 60ern, vom Baudatum sozusagen? Ja, da hat sich eigentlich nichts dran verändert. Ein paar Kleinigkeiten, vielleicht mal eine Sicherung ausgetauscht, aber die ganze Geschichte ist eben halt aus den 60ern noch und man sieht, es funktioniert. Auf Knopfdruck, ja. Wir haben hier zwei ordentliche Oschis von MAN stehen. Das sind Dieselaggregate? Das sind Dieselaggregate, falls die öffentliche Stromversorgung eben halt zusammenbricht, damit dieser Bunker eben halt autark 30 Tage hier eben halt versorgt werden kann. Wobei ein Aggregat ausreicht, um diesen Bunker eben halt zu versorgen. Wir sind drin im Bunker und zwar tatsächlich am kontrollierten Eingang. Hier saß der Bunkerwart? Ja, richtig. Der hat eben halt hier gesessen und durch dieses kleine Fenster geguckt, wie viele Leute drin sind. Dazu hat er den Ticker benutzt in der Hand, um zu zählen, damit wir eben halt den Bunker nicht halt überlegen. Und konnte hiermit dann schalten, Tür auf, Tür zu und der Rest muss draußen bleiben. Jo, den Ticker habe ich hier, der sah so aus, für 1200 Leute oder 1260 Leute reicht er. Natürlich. Mechanisch funktioniert immer. Und es gibt noch ein altes Kurbeltelefon und selbst das funktioniert noch. Die nächste Station bei unserem Rundgang durch den Bunker ist das Lager und das Lager ist erstaunlicherweise noch voll. Ja, hier sind noch ein paar Sachen eingelagert. Früher wurden hier auch Lebensmittel eingelagert. Die sind natürlich jetzt hier nicht mehr vorhanden. Aber hier war eben halt auch für die Personenzahl Sachen vorgehalten, wie Toilettenpapier heutzutage, ne? nicht vorstellbar. Das ist noch das Originale aus den 60ern? Das ist noch das Originale aus den 60ern. Hier wurden Babysachen vorgehalten für Schwangere, wenn die eben halt ihre Kinder bekommen haben. Für die Damen täglichen Bedarf, sprich Damenbinden. Ja, man muss ja auch an die Hygiene denken, Decken, Trainingsanzüge für den Fall der Fälle, dass irgendwelche Sachen kaputt sind. Also hier wurde alles für den Fall der Fälle vorgehalten. Und ich habe auch noch was gefunden. Das hatte meine Oma noch bis vor ein paar Jahren, muss ich sagen. Das Original-Atta. Tatsächlich alles erhalten in diesem Bunker und das ist unsere nächste Station. Selbst die Vorhänge in den Toiletten der Damen. Ja, die sind auch noch vorhanden, weil keine Türen vorhanden sind. Vorhänge natürlich auch billiger sind und da hat man hier halt für die Damentoiletten und auch für die Herrentoiletten einfach Vorhänge hingehängt. Wir sehen viele Toiletten, aber wenig Duschen. Warum? Das hat damit zu tun, weil man sagte, wenn man hier 30 Tage drin ist, der Wasserverbrauch eventuell zu hoch ist, wenn jeder jeden Tag duschen würde. Maximal, wenn eine Verschmutzung von außen rein, also wenn man von außen reinkommen würde, dass man sich abduschen kann. Man muss sagen, wir sehen viel Utensil, der Aufenthaltsraum und die Schlafräume, die waren dort, wo jetzt eine Tiefgarage ist. Richtig, also wir sind hier im eigentlichen Sozialbereich. Dieser Aufenthaltsraum, der ist also nebenan, wo dann im Verteidigungsfalle eben halt dann Betten und Sitzmöglichkeiten aufgebaut worden wären. Das Unglaubliche ist,
das funktioniert alles noch. 50 Jahre alt, trotzdem. Mach mal, dreh mal dran. Einmal einschalten. Und man hört, nicht gerade leise, aber die Anlage funktioniert. Jo, wir haben es geschafft. Wir sind einmal rund durch den Bunker von Bottrop. Markus Urbanek, vielen Dank. Ja, kein Problem. Man muss sagen, es ist Ihr Hobby, so ein Bunker. Und ist das dann faszinierend, so einen Bunker wie in Bottrop zu haben, der auch noch so in Teilen tatsächlich wie aus den 60ern aussieht? Natürlich, ist natürlich, es kommt hier nicht jeder rein, einfach hier durchzugehen, der Geruch, ich habe schon einige Bunker besucht, in Ahrweiler zum Beispiel oder auch in Kall, der Geruch ist eigentlich überall dasselbe, die Technik ist fast überall dieselbe, es fasziniert eigentlich immer wieder. Und es funktioniert noch alles, das finde ich persönlich ganz faszinierend. Das ist richtig, also man drückt auf den Knopf, alte Technik funktioniert, ohne Elektronik. Nochmal. Ja. Schnitt. Überzahl. Okay, und aus.